Liebe Bürgerinnen und Bürger, der zweite Bauabschnitt der Attraktivierung der Frankfurter Straße ist fertig. Endlich, sagen viele. Es war eine lange Reise. Wir haben im letzten Jahr im April begonnen mit den Stichstraßen. Komplette Wiesengasse, komplette Hasengasse, die komplette Schmiedsgasse, den oberen grünen Weg, die obere Baugasse und einen Teil der Frankfurter Straße haben wir umgesetzt, bevor wir dann im November letzten Jahres in das Herz vorgedrungen sind, den Marktplatzbereich rund um das historische Rathaus. Wir stehen jetzt hier am Marktplatz. Hier haben wir eine ganze Reihe an Maßnahmen umgesetzt. Nicht nur direkt am Marktplatz, sondern auch in die Lohstraße hinein, in die Hanauer Straße. Wir haben uns bis zum Erzweg vorgearbeitet und in dem Zusammenhang nicht nur das Pflaster erneuert, sondern die Stadtwerke haben sämtliche Versorgungsleitungen, Gas, Wasser und Strom, alles neu gemacht. Ja. Ja, hinter mir ist gerade ein bisschen laut. Die letzten Handgriffe laufen für die Fertigstellung des Bereichs, für die Verkehrsfreigabe am nächsten Freitag. Auch hier vor dem Brunnen- und Bädermuseum haben wir eine ganze Reihe an Maßnahmen umgesetzt. Wir ergänzen gerade das Stadtmobiliar, neue Bänke, Bücherschrank. All das kommt noch hier hin. Ein Platz zum Wohlfühlen entsteht hier. Hallo. Hallo. Sehr schön geworden. Vielen Dank. Ja. Schöner Platz. Ja. Alle Baustellen, über die wir im Moment sprechen oder die wir im Moment zeigen, haben wir auch immer im Einklang mit den Bürgern gemacht. Wir hatten jeden Montag Bürgersprechstunde über die ganze Bauzeit. Dort sind dann das Vorgetragene oder die Wünsche der Bürger, wenn sie zu lösen waren, so umgesetzt worden, wie es der Bürger wünschte. Ja, wie man hier sieht, wir haben überall die Oberflächenbelege erneuert. Die alten Natursteine sind raus. Wir haben jetzt neue, moderne Betonsteine mit beschichteter Oberfläche, die schmutzunempfindlicher ist. Wir haben aber trotzdem breite Fugen, damit das Wasser auch entsprechend versickern kann. Ich erinnere noch daran, wir hatten hier in diesem Bereich eine unheimliche Holperpiste. Das haben wir jetzt nicht mehr, die Verkehrssicherheit merklich nach vorne gebracht. Und natürlich lässt sich dann auch hier dieser Bereich leichter reinigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Nachdem sich die Maßnahmen hier nun dem Ende neigen, steht der dritte Bauabschnitt an. Was umfasst der dritte Bauabschnitt? Der dritte Bauabschnitt umfasst dann die Erneuerung sämtlicher Gehwege vom Marktplatz bis zum Biberkreisel am Südbahnhof. Wir haben uns bewusst in Absprache mit dem Gewerbering dazu entschieden, jetzt eine Verschnaufpause zu machen und erst im Januar 2023 weiterzumachen, sodass Handel und Gastronomie ein Herbstgeschäft, ein Weihnachtsgeschäft ohne die Einschränkungen einer Baustelle haben. Ja, auch ich von der Metzgerei Lukas freue mich natürlich tierisch, dass wir jetzt hier in Bad Vilbel in der Altstadt am historischen Rathaus wieder ohne Hindernisse zu erreichen sind. Alle Geschäfte fällt ein Stein vom Herzen. Das ist jetzt nach 9 Monaten Umbauphase und ihr seht ja, wie sich das hier entwickelt hat. Das ist eine wesentliche Aufwertung der Innenstadt. Die Aufenthaltsmöglichkeiten, Aufenthaltsqualität ist gesteigert worden. Es ist heller geworden, freundlicher und auch die Stolperfallen, die wir ständig hier hatten, sind jetzt beseitigt und wir hoffen, dass wir hoffen auf viele tolle Momente mit euch hier in der Altstadt. Ja, wir stehen hier in der Wiesengasse, der im zweiten Bauabschnitt jetzt hier neu gestaltet wurde. Die Trottoirs sind verschwunden. Wir haben jetzt hier eine schön gepflasterte Straße, ganz andere Optik. Und das Miteinander zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern funktioniert hier sehr gut. Insgesamt sind wir Händler sehr froh, dass die Frankfurter Straße jetzt endlich vernünftig gepflastert wird, dass wir eine Neugestaltung bekommen und dass das Ganze jetzt einen ganz anderen Optik haben wird. Bis dahin ist es nicht ganz einfach. Auch jetzt im nächsten Jahr wird es noch ein paar Probleme geben, bis wir das alles durch haben, bis die Baustelle fertig ist. Aber für die Zukunft haben wir dann eine Innenstadt, die absolut sehenswert ist. Jürgen Lukas, wie stehst du dazu, dass wir jetzt den dritten Bauabschnitt erst Mitte Januar beginnen? Was sagst du dazu? Wir denken, wir geben euch für das Weihnachtsgeschäft genügend Freiraum und ihr seid in der Zeit erreichbar. Also ich als Händler von Bad Vilbel und auch erster Vorsitzender des Gewerbering Bad Vilbel, wir befürworten das, dass der dritte Bauabschnitt erst Mitte Januar beginnt, weil das Klagen der Händler, und das ist auch nicht zu unterhören, man hört das schon immer öfter und man sieht es auch gerade in der Innenstadt, uns ist es sehr wichtig, dass wir das Weihnachtsgeschäft und das Herbstgeschäft ohne Baustellen hier in der Innenstadt von Bad Vilbel durchführen können.
Wir verfolgen natürlich mit der Gesamtmaßnahme das Ziel, unsere Innenstadt attraktiv zu halten. Sie lebendig zu gestalten. Damit Handel und Gastronomie florieren können. Damit sich die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen, wenn sie hier durchlaufen. Dass sie stolz auf ihre Stadt sind. Das alles ist Ziel dieser Maßnahme.